mal an. Hallo? Hi Oma. Ach, du rufst nach Sauce durch. Was passiert? Was heißt passiert? Passiert ist. Ja, jetzt schlimmes nix. Ich hab schon wieder gedacht. Aber so. War irgendwie Frau vom Veterinäramt. In was? Vom Veterinäramt. Wann dich? Ja, das ist so, was ist nicht so Abend, wo die. Ja, nachgucken, ob die Tiere auch ordentlich. Ja. Alte werden, genau, ja. Okay, was wohl, warum kommen die da her? Das durfte sie uns nicht sagen. Also, wie das sagt die jetzt an, die muss uns jetzt auch sagen dafür. Nein, das ist, ja. Mir doch scheißegal, ob das irgendwas. Schweigepflicht ist. Oder keine Ahnung. Ach, Schweigepflicht. Ich bring doch keinen um. Ja. Es ist halt so, ne, da müssen wir durch. Sie hat gesagt, hat sich die Tiere angeguckt und hat es rumgelaufen, hat alles auch geguckt und ja, wir sollen die Hühner jetzt eine Baumpflanze, damit sie noch mehr Schatten kriegen. Die Hühner eine Baumpflanze, da steht der Baum. Ja, ich weiß, dass da ein Baum steht, aber das und reicht. Und die heißt hier. Das reicht. Was brauchen die jetzt noch einen Baum? Das reicht anscheinend nicht, sie brauchen noch mehr Schatten. Weswegen? Wegen im Sommer, damit sie keinen Hitzeschlag kriegen, keine Ahnung. Hitzeschlag? Ein Huhn? Ja, ein Huhn, keine Ahnung. Die können dehydrieren, wenn sie nicht genug trinken, ja, aber. Entschuldige. Welcher Fick, ja, Vogel, hat jetzt doch schon wieder uns irgendwas in der Hals gehitzt? Keine Ahnung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, was war das noch? Dann, ja, sollen wir überlegen, ob wir denn nicht so Warnwesten anziehen wollen? Wer, Eich? Nee, den Hühnern. Für was? Naja, damit sie, wenn sie, ausbuchsen und dann gesehen werden und nicht vom Fuchs gefressen werden oder keine Ahnung. Oder von Wölfen. Aber hat die alt was gekifft oder wie? Ja, ich kann das nur sagen, was Sachlache ist, ne? Wie hatten die gehäst? Boah. Gemüse. Gurke, Frau Gurke. Ach du Scheiße. Ich glaube von der auch nicht schon mal gehört. Ja. Doch komisch. Ja, grün angezogen, die. Mit so einer Klapperschüssel mit so einer grünen. Ja, ja, mit so blauen Felgen dran. Ach, die. Und die hat nicht gefressen. Mit Haut und Haar. Haar? Ach, das ist, ja, wie soll ich sagen, von unserem ehemaligen besten Freund Tochter. Okay. Na. Ja. Aber trotzdem verstehe ich nicht, warum du jetzt das Veterinäramt oder wie die hieße, komme und du jetzt Kontrolle machen. Wir sind, keine Ahnung, ja, wir sind auch Schwerverbrecher. Ja, wir sind auch geschwärzt, also das ist hier, dein Holder. Ich hatte der schon wieder geschafft. Ey! Hallo? Alter! Was los? Was baust du nur für Scheiße oder was? Inwiefern? Alter, ohne Witz. Ich hab gerade Timo an der Strip. Ja. Ja, da war es Veterinäramt. Was das? So Leute, wo kontrollieren, ob die Tiere richtig gehalten werden. Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung, du weißt nie was, du baust nur Scheiße. Poker spielst du mit so einem komischen Italiener. Ja, ja, lass mich. Oder? Was, lass mich hier, ich gleich, ich zieh da die Löffel lang, ich schwöre es dir. Ja, ja, jetzt lass mich beim Kacken. Stinkt mal an der Reboot voll. Bald dann ist die Schnauze voll und dann ist Feierabend, du. Ja, ja. Ich muss mir einen Junge suchen. Okay. Ja, so richtig knackig, ja, wo es noch drauf hat. Wo ich auch mal was merke, du. Oma. Was dann ist doch wohl. Ich nicht mehr. Ja, ich kann dir nichts mehr zu sagen. Vielleicht gehe ich ja zu dem Türk. Am Shop. Ja, mach mal. Wenn du doch da was merke, du. Weiß ich nicht, aber man kann es mal ausprobieren, ne? Du kriegst ja nichts mehr auf der Abel. Ja, dann geh mal, bei deiner alten Kruste.
Ich habe kein Kruste drauf. Das ist alles jung, trainiert, gestrafft. Ich war ja erst beim Schönheitschirurg. Ja, ich leg jetzt mal auf, ne, Oma? Hallo, wir waren ja noch gar nicht fertig mit Telefonieren. Ja, dann red ab mit mir und hör auf, über deine Kruste zu reden. Ich will nämlich später noch was essen. Ja, guter Appetit, was gibt's denn? Ja, Brot, ne? Auf Uhr guckt. Nur Brot kann das Weib mitkochen. Wir haben zu tun. Ja, und da kann die Geschichte trotzdem in die Küche kochen, oder? Warum sollte sie? Dass mein Busche gut geht. Eine Frau, das ist eine gute Freundin, ich kann mir selbst Essen machen. Ja, schon gute Freundin. Ja, gute Freundin. Ja, ja. Wenn nix. Muss ich aufpassen, nicht, dass der Türk die angreift. Och, Oma. Was dann? Entweder rette mal jetzt da drüber oder rette jetzt gar nicht. Also sagen Sie mal, ich geh schon mal gerade auf den Keks. Ja, auf jeden Fall müssen wir rausfinden, wer uns so umschwärzt hat. Deswegen. Ja, um den Mo was heimzuzahlen. Zu zahlen? Ich fange doch hier keinen Kleinkrieg an. Das ist kein Kleinkrieg, das ist ein ausgewachsener Krieg. Du hast es doch, schade. Das funktioniert doch schon nicht, dass die Leute denken, die kennen uns auf den Nase vom Tanzen. Was hat denn deine Freundin dazu? Was soll ich denn dazu sagen? Hat sich ja gewundert und jetzt pflanzt Mathe ist und dann kommt sie demnächst so her und sieht den Baum gepflanzt und dann ist Ruhe im Puff. Ich glaub, wenn die kommt, komm ich auch. Weil wenn die kommt, kommst du auch. Oder ich schick der Opa und dann kann der Opa sich mit der herumschlagen. Ja, also Oma, du hast uns den Hof hier jetzt vererbt, dass wir das hier machen. Also wenn ihr alle 5 Sekunden hier ankommt und was es ich war, dann kann ich ja wieder zurückgehen. Nee. Also ich bin hier nicht dafür da, dass ich alle 5 Sekunden hier ein Schoßhündchen brauche, der mir den Hintern abputzt. Also ich kann das schon alleine regeln, mach dir mal keine Gedanken. Ich habe ja nicht gesagt, dass du... Wie heißt ein Schoßhund brauch. Ja, aber... Den habe ich schon gar nicht gesagt. Ja, das ist mir klar, dass es nicht gesagt hast, aber trotzdem brauchst du jetzt nicht alle 5 Sekunden hier auftauchen. Du kannst gerne mal so kommen, aber das klär ich schon alleine. Mach dir mal keinen Gedanke. Ich hab's ja wirklich nur gut gemeint, dass du nicht alle durchstehst. Ja, ich kann mir schon vorstellen, wer da als Veterinäramt geschickt hat. Wer dann? Oh, das wird der komische, dieser komische Typ so gewesen sein, der von... wo der Opa Geld geschuldet hat. Ach, der, wo ich Haus abfackele wollte. Ja, der, wie hat der gewesen? Ja, irgendwie so Antonio Salami oder wie der gewesen hat. Ja, der Opa, der soll mal seine Kontakte spielen lassen und dann mal zu dem gehen. Was? Kontakte? Der Opa hat Kontakte. Ja, sag dem Altenheim vielleicht. Ja, das auch. Nee, aber es funktioniert einfach so nicht. Dass ihr die ganzen Probleme habt und der hockt sich durch ins Gemachte nicht. Ins Gemachte nicht? Ja, ich nicht schön. So was macht man nicht. So, komm vor. So, aber jetzt, ja, dann, die Kühe hat sie dann noch begutachtet. Also, ja, aber hatte du was schon Nörgel gehabt? Ja, hier und da, aber das ist... nicht alles in Ordnung gewesen. Also wie gesagt, nur den einen Baum. Da habe ich jetzt schon einen Auftrag rausgegeben. Da kommt demnächst einer und pflanzt so einen riesen Baum drin und dann... Ja, ist da Ruhe. Das ist kein Thema, ja. Nö, kostet nicht viel, also. Und dann ist ja gut. Ich habe schon gedacht, du ist jetzt keine Ahnung. Krieg irgendwann noch ein Herzkasper. Ja. Es dauert nicht mehr lang. Ja, mach das, ne? Viel Spaß dabei. Wenn dich der Notarzt anruft, dass ich Herzkasper kriegt habe, ne? Ja. Welche der Opa ist schuld? Ja, ach. Ne, ist ja nett, das bist du schuld dran, weil du dich über jede kleinste Kleinigkeit aufregst. Da soll ich doch noch ruhig bleiben. Ja? Der tut ja alle ins Verderbe schicken. Verderbe, jetzt übertreib mal nicht, ey. Verderbe. Ja, das hört sich besser an, ist aber so.
Ich verstehe das nicht. Also ich konnte, ich kenne so einen Zankri. Ein Zann? Ja. Da kriegst du mal Zann, ich hör jetzt mal auf, ne? Weil ja, weil ich mir dein Zann auch höre. Ah, ich bin da einfach nur enttäuscht. Ja, das kann es ja sein. Aber ich muss jetzt mal weitermachen, muss jetzt auch mal gucken, was das Anna, ob sie jetzt soweit ist, weil wir machen hier gerade eine Nachtschicht. Ja, mach's gut und vielleicht kommen wir demnächst dann wirklich mal rum, wenn du uns aber nicht weiter handelst. Ja, jetzt tun wir nicht hier wieder so einen auf wehleidig machen. Ach, ne? Ja, ich vermisse dich ja schon. Du bist so ein guter Junge. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss. Was ist los? Gott, ist einfach Verachtung. Sorry. Ja, bleib mal stehen. Also nicht im Gebüsch. Und fahr doch, warum fährst du jetzt durchs Gebüsch? Alter, diese Weib. Verstehen. Alles gut? Ja, nur leichte Lackschäden, ey. Ein Glück, dass es Gummi ist, ey. Übertreib mal nicht. Du musst schon gucken, wo du hier fährst. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab mein Brill vergessen. Im Dunkle brauche ich Brill. Dunkle brauche ich Licht, aber kein Brill. Brauche ich Klobrill. Haha. Ich krieg da keinen Strom mehr hin. Wie? Ah, fertig, empty. Strom wird hier nicht mehr angenommen. Was? Warte mal, bleib stehen, stopp. Stopp, die Leitung ist nicht drauf. Mach jetzt mal. Leitung abgefallen. Ja. Jetzt? Ja. Warte mal, dann fällt du auch noch. Du fällt auch noch. Jetzt. Ist anscheinend locker. Na ne. Lass mich mal hin. Ich hab 64 Tonnen Stroh drin. Okay. Jetzt müssen wir, ich wollte, wie soll ich das ein altes Ding hier mal austauschen? Jetzt müssen wir den mal austauschen, lassen wir mit dem Bauunternehmen besprechen und dass wir das dann hier alles ja, umbauen. Ja, weil da geht nichts mehr hin. Ja, nicht nach. Nimmt der was anderes auf? Warte mal. Schauen wir deinen auf Seite. Ja, ich gehe mal deinen holen. Ist ja, oder hast du da jetzt was drin? Hast du da was drin? Ja, du bist drin. Guck mal, da. Nimm da nichts so. Na, da nimmt hier nichts an. Okay. Das ist seltsam. Ich muss mal in die Unterlage gucken, was da los ist. Wenn nicht, bauen wir anderes. Lass ein anderes setzen und dann mal telefonieren. Okay, du musst ja den Rest hier rausmachen, ne? Achtung! Ich geh mal den. Immer das Ding holen. Ja, ich warte. Seine, der kann nicht sein. Den Hafer noch runter machen, da kann man nichts machen. Ey. Wie der Hafer kaputt, kann nichts. Kotzt das einen an. In diesem. Drin. Wo können wir einen Monat liegen lassen? Das wäre jetzt nicht so wild. Und zur Not machen wir Ballen draus. Legen die irgendwo unter oder sowas.
Ja. Ach, die Farb steht der Suppe. Du musst hier rüber kommen. Ich habe hier die Tür offen. Ich kehre dich von da nicht. Ich habe gesagt, die Farbe steht dir super, sehr sexy, Ja, ich gebe dir gleich sehr sexy. Hast du mal den Drescher auf Seite ein bisschen? ey. Ja. Ne. Und? Geht gar nichts mehr. Warte mal, der ist auch nicht angekoppelt. Was ist? Bist du in der Rundgang, hat alles abgekoppelt oder was? Probieren wir jetzt. Tote Hose oder was? Das bringt nichts, wir müssen doch Spezialisten rufen. Keine Ahnung, anscheinend funktioniert hier was nicht. Müssen wir mal Ich gucken. rufe mal den Schoppler, oder hat gesagt, er hat doch von A bis hier Ahnung. Schoppler, doch keine Ahnung von Silos. Der Du, muss doch von irgendwas Ahnung haben. das Ding ist doch uralt hier. Vielleicht hat das ein gewisses Füllvolumen oder sowas. Oder nicht mehr weiter funktioniert. Dann müssen wir mal gucken. Machen wir die Maschinen jetzt hier aus und Feierabend und dann müssen wir erstmal rumtelefonieren, alles umändern und alles umswitchen in ein anderes Silo. Ja, das wird eine lange Nacht. Ja, lange Nacht, langer Monat, ey. Das dauert ein paar Wochen, bis das Silo ja auch gesetzt ist. Da geht ja nicht von jetzt auf gleich. Nee. Das heißt, wir müssen erstmal Silo neu setzen und dann alles dort reinschippern. Dann wirst du sicher, wir haben ja da auch mal Zeug drin. Wir haben ja hier. Warte mal, da steht Füllvolumen. 64 Tonnen Stroh, 25 Tonnen Heu, 25 Tonnen Gerste, 23 Tonnen Weizen und 12 Tonnen Raps. Plus dann auch das, was wir in den Maschinen hier haben. Ja. Nee, da müssen wir das erst abklären, das bringt mir jetzt nichts. Ne. Weil das Problem ist ja auch noch, dass du noch den Hafer runter machen musst. Das heißt, Ja. haben wir noch einen, noch ein, warte mal, ich guck mal eben auf dem Tablet, ob wir noch einen Anhänger haben. Aber wir hätten noch einen Anhänger, den Welkler. Lass uns mal gucken, warte mal, sorry. Wie viel passt denn da rein? 8 Kubik. Das reicht nicht für den Hafer. Das reicht nicht für den Hafer. Da eh noch Raps drin, der hat mir jetzt eine Hafer runtergeschreddert, ohne dass Hey, warte mal, ich bin gar nicht in der Nähe. Werde ich der nicht. Hafer aufgenommen hat. Okay, ja, der. Also das halbe Feld Hafer ist jetzt weg und der hat noch irgendwie Raps drin gehabt und hat der Hafer gar nicht aufgenommen. Ja, ist mir klar. Der Raps ist ja noch drin. Also, Ja, aber Hafer naja, okay, halt wenn nicht. Raps drin ist, kannst du keinen Hafer reinschmeißen, ne? Das funktioniert Ja, nicht. aber dass der dann trotzdem säbelt. Der hat ja trotzdem gesävelt. Ja. Ja. Okay, wenn du jetzt die Verlust gemacht, dann kann er nicht rein. Hast ein bisschen gemischt. Das heißt, wir müssen dort erstmal aussortieren, ob da Hafer oben drin ist. Ne? Das Halleluja. heißt, ich muss auch noch den Drescher dann auseinanderbauen lassen, um also oben die Kuppe abbauen lassen, die Kuppel, um reinzukommen, ob du da Hafer jetzt mit reingemacht hast. Zur Not müssen wir es wegschmeißen, die 3 Tonnen oder was das da drin ist. Ja. Also, ey. Ohne Witz. Wenn einfach mal was funktionieren würde. Hier, nee, hier funktioniert nie was. Seit wir hier angekommen sind, ist nur Chaos. Aber echt, das gibt mir so tierisch auf die Eier.